Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich heiße euch jetzt alle herzlich willkommen zu unserem Fest, erster Adventssonntag. Wir bereiten uns jetzt auf den Weg, auf die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus vor. Bevor wir hier diese Feierwürde begehen, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst uns das Wollen und das Vollbringen, hilft uns, dass wir auf den Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat: Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. So übertragt allen Hügel, zu ihm strömen alle Nationen, viele Völker gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweist uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und vielen Völkern zurechtweisen, denn werden sie ihre Schweren zur Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erhalten nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, wir wollen gehen ins Licht des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, das tut im Wissen um das gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil und näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns erhaften leben wie am Tag, ohne maßlos essen und trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht dem Herrn Jesus an. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Lass uns schauen, o Herr, deine Huld, und schenke uns dein Heil. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie es in den Tagen des Noah war, so wird die Ankunft des Menschensohns sein. Wie die Menschen in ihren Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sie heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noah die Arche ging und nichts ahnte, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Dann wird von zwei Männern auf dem Feld arbeiten, und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würden er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum halten auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wort des Lebendigen, Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit dem heutigen ersten Adventssonntag beginnt wieder ein neues Kirchenjahr. Die kirchliche Zeitrechnung ist bekanntlich nicht mit der Einteilung des bürgerlichen Jahres identisch. Der Grund dafür ist leicht einzusehen. Advent und Weihnachten bilden eine Einheit und mit der Geburt des Sohnes Gottes aus der Jungfrau Maria und der Anfang des Heils geschenkt. Zugleich beginnt ein neues Lesejahr, das heißt, die Evangelien dieses Kirchenjahres werden hauptsächlich von Evangelist Matthäus genommen, der Apostel Matthäus, der nach der Tradition der Kirche als Verfasser des gleichnamigen Evangeliums gilt, war vom Beruf Zöllner. Als solcher werde er von Jesus berufen, in seine Nachfolge zu treten. Sein Evangelium richtet sich besonders an die Judenchristen, denen er durch viele alternative Zeugnisse aufweisen möchte, dass sich die Verheißung von Messias in der Geburt und im Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi erfüllt haben. Zugleich hat sein Evangelium eine weltweite und missionarische Dimension. Es richtet sich an die Gläubigen der ganzen Erdkreis. Die vier Evangelien sind der Kirche besonders heilig. In ihnen finden wir authentische Zeugnisse vom Leben unseres Herrn Jesus Christus, der ihnen ausdrücklich Glaube eröffnet, den unverfälschten Zugang zur Personen
unseres Erlösers, glaube man nicht blind, sondern sehend es das Heilige Geist, der die Verfasser den Heiligen Schrift erleuchtet und gleich geleitet hat, sodass wir ihre Schriften wirklich als Wort des lebendigen Gottes annehmen dürfen. Das Licht der ersten Kerze des Adventskranz, das wir jetzt entzünden werden, weist uns hin auf die wahre Licht, das die Menschen erleuchtet. Heil aufstrahlt soll das Licht des Glaubens in unseren Herzen. Christus ist das Licht und wir sind Kinder des gegen das Licht einer einzigen Kerze. Und so kann auch nichts erschrecken und erschüttern. Wenn wir dieses Licht des Erlösers in uns tragen, geben wir das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe weiter. Versuchen wir in jedem Menschen unserer Brüder und Schwestern zu sehen. Ja, mehr noch, sehen wir in ihnen Jesus Christus selber, der Mensch geworden ist, um sich das mit uns Menschen zu identifizieren. Das geht so weit, dass er sagen kann, was immer ihr einem von diesen geringen Gutes getan habt, das habt ihr mir getan. Auf die gelebte Nächstenliebe kommt es also an. Denn der Glaube ist ohne Liebe tot. Eine Frau, die das einzige Weise wirklich hat, ehren wir in der Adventszeit besonders, ist es die Jungfrau Maria. Sie hat es verstanden, auf das Wort Gottes zu hören, das ihr der Engel verkündet hat. Und sie hat auch begriffen, wie wichtig das Gespräch mit Elisabeth, ihrer Verwandten, der sie mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Ihr leuchtendes Vorbild und ihre Fürbitte öffnen unser Herz für Gott, damit wir uns in dieser stillen Zeit des Jahres vorbereiten für die Ankunft Christi des Erlösers. Dann werden wir wachsam und bereit sein, wenn er kommt. Amen. Also jetzt ist es soweit. Jetzt werden unsere Adventskränze gesegnet und dann entzünden wir bei unserem Adventskranz hier die erste Kerze. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns auch in diesem Jahr wieder die Freude des Advents. Wir dürfen in Hoffnung und Zuversicht deinen Sohn erwarten, Christus, unser Erlöser. Segne diese Kränze und lass uns in den kommenden Tagen in der Gnade wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen jetzt das Lied, wir sagen euch an, aus dem Gotteslob. Da wollen wir die Kränze singen. Lass uns zum Herrn und Erlöser Jesus Christus beten, er kam, um alle Menschen zu retten. Für den Papst und seine Sorge für die Kirche bei allen Völkern der Erde, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Völker, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind und Not leiden, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Diplomaten, die unsere Regierung in der weiten Welt vertreten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Handelmissionen, die den internationalen Austausch vermitteln. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Völker, die unter Seuchen und Not leiden und der Hilfe anderer bedürfen.
Wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei allzeit mit euch. Der Friede sei mit euch. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinen Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unsere Blicke auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf noch ankündigen, nächsten Sonntag am 2. Advent feiern wir auch ebenfalls um 9 Uhr hier den Wortgottesdienst. Anschließend haben wir dann am 8. Dezember, das ist heute auf den Donnerstag, feiern wir dann auch ebenfalls um 9 Uhr hier die Messe. 3. und 4. Adventssonntag ebenfalls um 9 Uhr. Außerdem darf ich noch einladen, am 4. Adventssonntag feiern wir schon ein Weihnachtskonzert anschließend nach dem Wort zum Sonntag. Das dauert circa 2 Stunden.
Und dann die weitere Ankündigung für das Weihnachtsfest erfolgen dann in der nächsten Zeit. Der Herr sei mit euch. Es auf die Fürsprache aller Heiligen, der segne euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin und bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.